Also ich bin wirklich tatsächlich sehr froh, dass Sie uns jetzt hier für dieses Gespräch zusammengebracht haben, weil ich das sehr spannend finde, mit einer Filmkomponistin jetzt hier zusammenzusitzen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manchmal ja, die Stücke, die ich schreibe, sind in sich auch eine Art Film, kann ich nicht sagen, aber sie haben ihre eigene Geschichte vielleicht? Ja, innere Geschichte. Innere Geschichte. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn ich den Notenschrift sehe, dass sie mir visuell nicht als Fis, Sis und D, also nicht als Tonhöhen oder als Notenschrift wirken, sondern manche Dinge, manche Linien wirklich fast wie Charaktere da sind. Ja, das ist lustig, dass es bei dir andersrum war, weil ich habe ja früher tatsächlich auch nur mit Papier und Zettel quasi komponiert. So, und jetzt ist es bei mir genau andersrum. Also jetzt komponiere ich ja gar nicht mehr mit Papier und Zettel, sondern ich nehme eigentlich... Das geht ja gar nicht, glaube ich. Genau, das geht nicht, genau, weil man ist ja auch nicht nur Filmkomponistin, sondern halt auch Produzentin. Also man gibt ja quasi schon eine gemischte Musik ab, die auch schon irgendwie einfach an den Film angelegt wird dann. Genau, ich arbeite jetzt aber halt eben nur am Klavier, weil du gesagt hast, dass bei dir die Entwicklung der letzten Jahre andersrum war und ich arbeite jetzt nur noch am Computer und Recorder ganz viel. Also am Ende deiner Arbeit entsteht die Sache da eigentlich schon als Musik. Genau, die entsteht dann fertig gemischt und ich übergebe das quasi in die Hauptmischung, wo das nochmal so ein bisschen angepasst wird. Ja. Und was ich aber schön finde, ist zum Beispiel, was es da entsteht, diese Sache, von der ich spreche, die du jetzt eben, die du produzierst, hat dir bereits eine Art Charakter oder ein Geist oder ein Gesicht. Mhm. Und aber wenn es dann weitergegeben wird, dann verändert sich auch dieses Gesicht auch etwas. Es wird wieder was anderes. Ne? Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man auch als Filmkomponistin, auch wenn sich die Filme verändern, auch die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ich glaube schon, dass man ja irgendwie so seine eigene Seele und sein eigenes Gesicht hat. Und ich komponiere auch, wenn es unterschiedliche Musiken sind. Also bin ich ja trotzdem immer ich. Also zumindest ist es auch mein Ziel irgendwie, dass man auch sagt, okay, das ist jetzt die Handschrift. Und deswegen ist es auch der Grund, warum ich zum Beispiel bestimmte Art von Filmen mache oder bestimmtes Genre mag, weil ich schon weiß, dass meine Musik, die ich mache, quasi zu diesen Filmen passt. Okay. So, genau. Ich bin halt nicht bei dem Dreh dabei, zum Beispiel, was ich auch toll finde, weil ich glaube, so ein Filmdreh ist einfach, also wenn ich jetzt im Sound oder Kamera oder so arbeiten würde, ich glaube, das wäre für mich persönlich viel zu stressig. Deswegen liebe ich das irgendwie so in diesem Geschäft dabei zu sein, aber trotzdem dann so auch für diesen mich. Abstand. Genau, und dann halt hinterher dann so nochmal quasi, ja, so dem Film quasi nochmal so eine Seele zu geben oder so. Das liebe ich. Also ich wollte dich tatsächlich fragen, ob du dann Aufträge kriegst von Konzerthallen oder von bestimmten Personen oder wie kommst du dazu, jetzt dieses Stück zu schreiben und für diese Besetzung? Ja, das kommt tatsächlich entweder vom Festivals, von Festivals oder direkt von Ensembles oder von einzelnen Musikern, die gerne möchten, dass ich für sie komponiere. Oder wenn es eben von einem Festival kommt, dann ist das meistens mit einem ganz bestimmten Uraufführungsdatum des Festivals. Es gibt quasi Festivals für neue Musik, oder wie ist das? Ja, einige. Ich kenne es nur vom Film, weil man reist ja immer so mit den Filmen vom Festival zu Festival, aber ich wusste noch nicht, dass... Ja, das ist eigentlich ganz ähnlich auch für neue Musik auch. Es gibt tatsächlich Festivals, die sich auf zeitgenössische Musik fokussieren. Ja.
Aber es kommt manchmal auch vom Orchester, zum Beispiel von einem Orchester für ein Konzert in der Saison, ja, für sein Saisonkonzert, für ein Konzert, in dem auch klassische Musik gespielt wird, zum Beispiel. Es ist unterschiedlich. Ja, also wie du habe ich auch kein einziger Arbeitgeber. Aber es ist eigentlich seit jetzt fast mehr als 10 Jahren ist es bei mir so, dass ich durch Aufträge tatsächlich dazu komme, diese bestimmten Stücke zu schreiben und zu komponieren. Ja. Glücklicherweise, muss ich sagen. Weil es für einen selbstständige Komponistin oder Komponist nicht selbstverständlich ist. Also mein Wow-Moment war, glaube ich, tatsächlich letztes Jahr im Februar, noch vor Corona quasi, auf der Berlinale. Und zwar hatte ich ja an der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz gearbeitet, an dem Film. Und das war so der erste wirklich große, große, große Film für mich. Und ich habe diesen Film geliebt und trotzdem kommen ja manchmal auch so Zweifel, weil niemand hat den Film gesehen und man arbeitet und vielleicht lebt man auch so ein bisschen in einer Blase. Und dann liefen wir halt auf der Berlinale im Wettbewerb und das war ein Riesensaal mit, ich weiß nicht, also weit über 1000 Leuten. Und nach dem Film, der geht nämlich über drei Stunden lang, standen wir alle auf und es gab also wirklich, es wurde 10 Minuten geklatscht und das ganze Team war da. Das hat er sich geschworen. Aber man hat ihn nicht gelassen. Er musste müssen. Das war toll. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. und bei dir? Vorstellen, ja. Ein Wow-Moment. Es ist bei mir eigentlich so, dass ich die allererste gemeinsame Probe mit einem Orchester oder mit einem Ensemble, ich erlebe diesen Moment jedes Mal als ein Wow-Moment. Es ist wirklich ein Wow-Moment für mich, weil es der Moment ist, in dem ich die Musik, die ich mir vorgestellt habe und auf Papier gebracht habe und geschrieben habe, wirklich zum allerersten Mal höre. Und das ist der Moment sozusagen, in dem ich mich, in dem ich das loslasse und erleben kann, dass es eben etwas ist, was ich tatsächlich mit der Welt teilen konnte oder schon geteilt habe. Und das ist nicht mehr, es spielt nicht mehr in meinem Kopf. Auch deswegen, weil ich das auch jedes Mal erstaunlich finde, dass ich eben das, was ich mir vorgestellt habe, monatelang, tatsächlich dann dort auch hören darf. Mhm. Und sogar, dass das auch dazu eine neue Dimension kommt, in der die Sache, diese Musik, die da klingt, auch darüber hinausgeht, als was ich mir vorgestellt habe. Das ist einfach ein Glissando, wenn es geht. Da, ohne neue Griff. Ja? So. Für mich ist wichtiger, dass der Ton gehalten wird, bis es... Nee, Glissando war ganz in Ordnung. Das Timing vielleicht ein Tickchen länger.
war perfekt. Und das ist genau das, wieso ich, das ist der Grund, wieso ich einfach weiter komponieren möchte. Das ist für mich zum Beispiel jedes Mal ein Wow-Moment. Kann ich verstehen, ja. Dann ja. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dich auch dadurch kennengelernt zu dürfen.